Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir und Robin. Wir haben Spieltag Nummer 2 der TPL. Und ja, ich mache wöchentlich Videos jetzt dadurch. Toll. Videos. Gab es jemals wöchentlich Videos? Ja, Dezember. Adventskalender, oder? Dezember und früher mal. Aber das waren alte Zeiten. Das waren ganz, ganz alte Zeiten. Ja, wir sind heute Spieltag Nummer 2. Mit unserem wunderschönen Team. Geninja, nach der 6-0-Klatsche letztes Mal wollten wir was ändern. Unsere Ziele. Also, unser wichtigstes Ziel, ein Kill machen. Danach gewinnen. Unser Traumziel, eine Nuller-Differenz zu bekommen, was realistisch war, aber auch irgendwie nicht. Sei leise. Egal. Der Ton vom Replay ist an Hilfe. Wir sind sehr professionell wieder hier. Wir sind professionell. Möchten wir zum Matchup kommen und allem. Wir gehen zum Replay und wir sehen hier die beiden Teams. Ich blende wieder wahrscheinlich im Nachhinein das Team von Coca-Cola ein. Ein bisschen länger, bitte. Mhm. Lass mich ausreden! Übrigens, wir spielen gegen Lucy und TJ von Coca-Cola. Das wollte ich nur anmerken, weil der Junge hier zu dumm ist und einfach reden will. Mach jetzt. Genau. Also, wir hatten richtig Angst vor Gengar, wie ihr in der schönen Grafik, die gerade eingeblendet ist, seht. Wir hatten richtig Angst vor Pogo-San. Beides haben sie nicht mitgenommen. Sie haben stattdessen Kuwin, Morpeko und Bronzen mitgenommen. Hat uns verwundert, aber alles cool. Ja. Weißt du, dass die alle total useless werden? Warum das für uns gut war, erkläre ich gleich, denn wir fangen unsere Sets? Wir fangen erstmal mit den Sets an. Ja, okay. Also haben ein Spets Def Roserade, was Spikes legen soll. Ja. Und T-Spikes vielleicht, da sein soll. Ein Scarf Hunter, damit wir schneller als alles sind. Ja. Dann ein Siebel, welches schneller als Gengar ist. Genau. Und mit Life Orb einfach viel Schaden macht. Ein physisch-defensives Blastoise, was einfach nice ist gegen den. Ein physisch-defensives und physisch-offensives Rihornio mit Assault West als Lead, damit es jeden anderen Lead, der auch nicht gegen Rihornio gut ist, gegen den Rihornio gut ist, einfach wegfickt. Ne? Also wirklich, das tankt von jedem Mon ein Hit mindestens. Also fast jedem Mon. Und ein Kramor. Ihr werdet sehen, was das Ding kann. Also zum Kramor-Set kommen wir später. Dann fangen wir an. Und wie gesagt, wir haben mit Rionja geleadet und wir haben halt nicht so den geilsten Lead bekommen, sondern wir haben halt den Lead Tektas bekommen. Und dann haben wir mit Rionja. Das heißt, wir müssen rausswitchen. In Corviknight. Wir sind in Nova Maria geswitcht. Und jetzt kommt das Witzige. Jetzt kommt das absolut Witzige. Denn wir hatten ein Set drauf und wir haben gesagt, okay, wir können uns setupen. Weil, wie auffällt, der Gegner nur physische Monster. Ja. So, die haben genockt, das hat uns eine Beere gekostet, aber die war nicht so wichtig. Die sind hochgegangen. Die haben Iron Defense gedrückt. Dann ist er nochmal rausgegangen. Pause. Dann ist er nochmal rausgegangen, ist jetzt ein Lucario. Und warum drücken wir Iron Defense? Erstens, wir tanken die physischen Angriffe der Mons besser. Und die haben nur physische Angriffe, die Mons. Außer Bronzel, aber. Und zweitens. Macht keinen Schaden. Ja, und zweitens. Gibt es in Gen 8 eine witzige neue Attacke, die sich Body Press nimmt und die skaliert mit der Death. Das heißt, auch wenn man sich Death Boosts abholt, macht man mehr Schaden damit. Bedeutet eigentlich, wir haben ein Sword Dance, nur reversed. Und wenn man jetzt mal auf deren Team schaut, sieht man, dass die keinen Switch-In haben. Also, gar keinen. Bedeutet, wir würden in diesem Fall jetzt theoretisch, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn jetzt nichts weiteres passieren sollte, Zwinker, Zwinker, 6-0 gewinnen. Wir machen einfach weiter. So.
Iron Defense drücken wir nochmal, weil wir safe sind. Wir lassen die auf Sword Dance Setup. Also die drücken Sword Dance. Wir kommen mit dem Buddy Press rein, diesen Sash. So. Dachten wir uns erstmal, okay, kann das Ding uns etwas machen? Nein, kann es nicht. Wir kriegen den Burn, der Burn mattert kaum. Wir können uns hochgehen und wir kriegen keinen Drop, weil wir halt einen Body Press drücken. Ja, so, unser erster Kill. Und da ist es passiert. Wir haben unseren ersten Kill. Unser erster Kill mit dem Kramer. Yay, Kramer hat einen Kill gemacht. Der Burn mattert praktisch nicht. Der macht immer nur 6% Schaden, also nicht so sonderlich wichtig, weil wir uns hochhusten können. Und so. Jetzt kommen wir zum nächsten Mann. Und das ist Kubuin. Kubuin. Um das zu erklären, Kubuin hat eine Fähigkeit, wenn es physischen Schaden nimmt, das erste Mal, nimmt es keinen Schaden. Und der Speed wird höher. Und danach gibt es eine neue Form, wo der Speed höher wird. Ja. So, waren auf plus 6. Ne, wir waren auf plus 4. Ah, der ist auf plus 4? Wir sind auf plus 4, die drücken Bell-Drum. Die sind jetzt auf plus 6 Attack und auf 75% Leben. Wir aber haben gekalkt und haben gesehen, das macht uns kaum Damage. Wir gehen auf plus 6, jetzt macht es uns noch weniger Damage. Die gehen auf Icicle Crash, wie gesagt, 18%. Wir versuchen halt, deren Form jetzt erstmal wegzuhauen. Bam, Form weg. Die drücken einmal Icicle Crash. Die drücken ein zweites Mal Icicle Crash. Also jetzt erstmal der Burn. Die drücken ein zweites Mal Icicle Crash. Der Crit kommt und wir sind tot. Wir hätten dieses Team ohne Hex one-hitted. Ja, hätten wir. Also es gab, also wir hätten jetzt in dem, wir hätten in dem Turn Kubuin rausgekriegt, wäre es nicht gegangen. Hätten dann geroostet, hätten dann das nächste Mon rausgekriegt, geroostet oder halt uns weiter hoch. Wir hätten uns halt immer hochroosten können. Und dazu noch Body Press. Der hätte uns keinen Schaden gemacht auf keinem seiner Mon. Das einzige Mon, was nicht von Body Press gewone-hitted wird, ist wahrscheinlich das Hectas, aber das können wir ausdauern. Das macht uns nicht mehr als 50% und das macht wahrscheinlich, wir machen dem wahrscheinlich 50%, also. Ja. Ich glaube, es hat uns aber 10 gemacht und wir 30 Crit. Oder so. Der Crit war, glaube ich, mit einer der wichtigsten Crits für ihn und einer der schlimmsten Crits, die ich je bekommen habe. So unlucky. Aber bis also zu dem Zeitpunkt, jetzt, also ich mache jetzt wieder ein Status-Update von unseren Gefühlen. Unsere Gefühle jetzt, wir verlieren 5-0. Weil wir haben keine Ahnung mehr. Wir hatten keine Ahnung mehr, was wir gegen Kubuin tun sollen. Das war wirklich so. Und deswegen dann haben wir jetzt erstmal überlegt und ich hatte gemissklickt. Der Typ hier dachte sich, oh, es war ein, also sein Kopf dachte sich, okay, also wir dachten uns, okay, Roserades hacken, das machen wir jetzt, weil Roserade brauchen wir in dem Match nicht mehr. Nein, wir wollten in Hunter gehen oder sowas. Nein, also wir wollten halt jemand etwas hacken und haben gesehen, Roserade war am unwichtigsten. Nein, also, Jana, du bringst die Ereignisse durcheinander. Ja, eigentlich, also das war gleich. Also das haben wir uns gedacht, weil er diesen Misplay gemacht überlebt. Hat. So, dann sind wir da reingegangen. Der wird von Liquidation, was dieses Ding hat, gewonnen. Also mussten wir rausgehen, weil Rapiria super wichtig war. Ja. Sonst konnten wir nicht mehr gewinnen. Also sind wir im Roserade rausgegangen, weil das eh nicht viel gemacht hat gegen das. Und es ist Liquidation. Die haben zwar jetzt nur Liquidation gedrückt, aber es geht uns trotzdem, weil sie schneller sind. Die wollen uns danach. Ist halt also vielleicht hätten wir eine weitere Liquidation getankt. Glaub nicht. Hätten wir mal kalken sollen. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, dann sind wir halt in unser Turtok gegangen. Turtok hat einen Headsmash getankt. Mit einer Roll einen Headsmash getankt. Also kurze Erklärung. Wir haben gekalkt. Mit einer 6% Chance hätten die uns gekillt. Mhm. Also im Nachhinein. Also eigentlich hätten die uns mit einer höheren Roll gekillt. Aber der liebe TJ hat uns verraten, die sind nicht Full Attack mit dem Ding drauf. Was für mich unerklärlich ist, weil ich mir denke, wenn man schon Bell Drum spielt, spielt man Full Attack. Das heißt, eigentlich wären wir gestorben, hatten jetzt halt gut Glück gehabt und konnten das Ding jetzt mit einem Skull rausnehmen. Ja, und damit waren wir gerettet. Richtig gut war. Aber das Problem war, unser Kramer war nicht mehr am Leben und die hatten noch ihr Libalo. Und Eagle is Support. So, war richtig scary. Und Kramer war eigentlich der perfekte Check gegen Eagle is Support. Das konnte nichts machen. Ja. Aber jetzt ist Kramer tot. Jetzt hatten wir ein Problem.
Als nächstes war halt das Ding, wir haben halt dann jetzt Turtok gesackt, aus dem Grund, dass Turtok in dem Game nichts mehr gemacht hat, es hatte viel zu wenig Leben. Okay, wir hätten jetzt vielleicht noch einmal Protect drücken können, aber wir haben gehofft, vielleicht drückt es ja Agility oder so, das, wer weiß, ne? Und wir kriegen das mit dem Scald raus, weil er ein Misplay gemacht hat. Was weiß ich? Aber er hat Huge dann gedrückt, hat den Safeplay gemacht, Protect hätte uns auch nicht wirklich was gebracht. Ja. Und jetzt geht er in Bronze. Dein Bronze? Ja, er geht im Bronze. Dann kommt. Wir haben übrigens gerade vor einer halben Stunde getämpft und der weiß es schon nicht mehr. Traurig. Also, wir haben dann halt geguckt, was macht am kommt am besten gegen Bronze klar. Und das war der Knock-Off von unserem Sneeble. Und deswegen. Wir drücken sein Set noch nicht. Wir dachten, er hat wahrscheinlich Jarrowborn. Ja, wir drücken jetzt hier den Knock-Off. Aber das würde uns nur 50% machen. Knock-Off. Haben gut gedamaged, war glaube ich sogar die kompletteste Minroll, die wir bekommen können. Außer er hat irgendein jetzt Item gespielt, aber ich glaube nicht. Ja. Jetzt war das Rotom. Praktisch useless. Das hatte kein Evolit mehr, das hätte keinen Schaden mehr genommen. Interessantes Rotom. Interessantes Rotom. Ja, das. Du hast Rotom gesagt zu dem Ding, es ist ein Bronze. Ah, ich habe Rotom gesagt. Wow. Hat uns getoxic, war nicht so schlimm für uns. So, weiter. Wir sind jetzt einfach auf Knockoff gegangen. Ja. Und weil wir dachten, wir killen das Ding. Und dann kam das Morpeko und wir dachten uns nur so, hä? Okay, Morpeko Item weg. Morpeko ist halt das Item weg, warum nicht? Was war das Item von Morpeko? Schaden raus. Und das Item von Morpeko war die Lychee Berry und er hat uns im Nachhinein verraten, dass die Lychee Berry eigentlich recht wichtig war. Ja, aber weiß nicht. Ja. Also. Und wir haben das nächste Mon angechippt, was sehr lucky ist. Er hätte halt eigentlich das Rotom sacken sollen. Immer noch, es ist ein Bronze. Das ist Bronze. Wieso komme ich auf Rotom? Egal. Wir machen weiter. Wir kriegen den Poison Damage, er switcht den Hunger, er hat den Hunger Switch halt. Icicle Crash Kill. Schneller. Pass. Wir sind leider live off. Das heißt, wir nehmen nochmal mehr Schaden. Und jetzt kommt das Problem. Das größte Problem, was wir hatten. Weil wir haben, wie man sieht, zu diesem Zeitpunkt keinen Switch in den Tektas. Tektas One-Hit. Das hat wahrscheinlich Überrumpler. Also, das hat eine Prio. Also das hat zu 100% eine Prio, entweder Überrumpler oder Aqua Jet. Und wir gingen halt von Überrumpler aus. Und das Ding ist, das würde jetzt zur Zeit alle unsere Mons one-hitten. Und wir kriegen das nicht down. Ja. Und deswegen großes Problem. Sind wir jetzt einfach, glaube ich, auf Knock-Off gegangen. Weil wir dachten, wir versuchen, hoffen wir mal, dass er vielleicht keine Prio dabei hat. Er ging auf Aqua Jet. Okay. Ja. Man hätte jetzt sagen können, Icy Crash vielleicht, ne? Aber dann ging wir auf Haunter. Haunter ist schneller, weil Haunter schneller als ein ganzes Team ist. Und basically, was uns retten würde, Crit oder Para. Ja. Wir drücken natürlich die Bolt, weil das am meisten Schaden macht. Und bringen die Para. Und es kommt die scheiß Para. Und damit ist Rihorn ja schneller als das Ding. Und kriegt das. Das war sehr lucky, aber gut, wir wurden auch davor auf Karma gekritisch, also. Alles ausgeglichen. Man kann uns keine Hex vorwerfen. Dann ging es halt weiter. Wir haben dann halt das geopfert. Und jetzt musste halt Rihornio alle Mons töten. Erstmal haben wir jetzt Stone Edge kam. Es muss treffen. Bronze trifft es weg. Dann kam das Libalo. Hier halt der Earthquake. Ne? Weil Earthquake macht auch gut Damage auf Tektas trotzdem, ne? Wir können es halt dann nochmal anchippen, wenn er rauswitchen würde, was auch aber dumm wäre, meiner Meinung nach. Also ist er hier drin geblieben, hat uns mit einem High Jump Kick angechippt und wir haben es mit einem Earthquake rausgenommen. So. Und dann. Wir waren jetzt auf 56%. Wir haben gekalkt. Ein Aqua Jet. Also ein Aqua Jet macht 53 bis 62, glaube ich. Und das bedeutet dann, also, oder wir irgendwie mussten Stone Edge drücken, weil wir jetzt 20 killen. Das waren 20%, das ist Mist. Die hatten eine Full-Para, also 25%. Also, es war basically eine 50-50-Chance, wer gewinnt.
Es kam auf eine Roll an, es kam auf die Para, den Miss und alles an. Wir drücken Play. Und die haben einfach keine Prio gedrückt. Wir haben einfach den Stone Edge rausbekommen, getroffen und damit 1-0 gewonnen. Wir haben 1-0 gewonnen und damit unseren ersten Spieltag in der TPL gewonnen. Puh, Alter, das Video ist einfach ein Drittel so lang wie das letzte. Naja. Es ist schon kürzer, aber. Ja. Und basically, das war unser zweiter Spieltag. Es war nicht lang. Es war ein schön knackiges Spiel. Also ich würde, also erstmal GG an TJ und Lucy. Ja. Wirklich. Ja. Das Kubuin war kurz Gott geworden. Oder so. Er hat halt wirklich. Schon sehr mächtig. Also ohne den Crit wäre es halt jetzt nur ein Kubuin gewesen, aber durch den Crit habe ich jetzt Respekt vor diesem Kubuin bekommen. Sehr Respekt. Also, gut ab. Sehr gut gespielt, trotzdem auch gut vorbereitet. Wir haben im Nachhinein erfahren, dass auch wir ein paar Monster mitgenommen haben, die sie nicht erwartet haben, wie zum Beispiel Rotom Heat oder Lapras, wo wir uns aber dann entschieden haben, dass unser Turtok die bessere Bulky Water Wahl ist, weil wir auch kein G-Max jetzt so im Kampf gesehen haben. Auch wenn der Vale vielleicht geil gewesen wäre. Ja, aber der Vale ist an sich immer geil, also. Ja, mal sehen. Ja, das war unser zweiter Spieltag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne bei den anderen Zuschauern, bei den anderen Teilnehmern unten in der Videobeschreibung vorbeigucken, die einen YouTube-Kanal haben. Beispielsweise die Psychedelic Psychos, die laden beide sehr, sehr aktiv Videos hoch. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Empfehlung von mir. Ja. Super Spieltage bei denen. Super spannend bei denen. Muss man sagen. Und dann nochmal, ihr könnt natürlich auch dem Video einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Oder bei mir auf Twitch vorbeischauen. Hey. Geht auch. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wahrscheinlich wieder. Ja, guter Konzert. Frühspieltag Nummer 3 gegen Hexorfeed, war das? Ja, glaube. Bin mir nicht gegen sicher. Gegen Hexorfeed. Das wird spannend. Super vorbereitet. Bis dahin. Tschüss.